Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Gitarrentest. Heute geht es um die LAG Lag Travel SPI Tramontane. Und zwar, das ist dieses süße Teilchen hier. Das ist eine sogenannte Travel-Gitarre, also eine kleinere Gitarre, eine Reisegitarre, die aber klingt wie eine Erwachsene und die man nicht nur auf Reisen mitnehmen sollte. Ich denke, das ist ein Instrument, was sehr, sehr interessant ist. Einmal von der ja, Alltagstauglichkeit her, von der Bequemlichkeit, vom Sound, von den Möglichkeiten, auch jetzt spielerisch, was man mit dem Instrument machen kann, wie es klingt und welche Sounds man damit erreichen kann. Das möchte ich euch heute zeigen. Und herzlich willkommen, wir sind live, deswegen gucken wir auch gleich in den Live-Chat hier rein. Sagen an alle Hallo, die dabei sind. Hi. Ja, danke schön. Freue mich. Ja, super. Genau. Wir warten. Ja, das ist jetzt eine gute Zeit, wo man das testen kann. Bild und Ton. Herzlichen Dank, Blue Boy. Das freut mich, wenn alles okay ist. Wir schauen uns erstmal die Spezifikationen der Gitarre an. Und gehen dann gleich in die Soundbeispiele rein und da freue ich mich jetzt schon drauf. Also, was haben wir hier? Wir haben eine Gitarre, die mit Piezo-Tonabnehmer verstärkt ist. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier meinen Funksender drin. Mit dem dazu gelieferten Adapter von Line 6 funktioniert das problemlos. Die Gitarre hat einen Mini-Preamp hier oben. Heißt auch Mikro-LAG. Hat einen Tuner, Lautstärkeregelung, Treble und Bässe. Ja, sehr gut. Passt auch ganz klein, nimmt also nicht viel Raum weg. Dann haben wir eine massive Fichtendecke, die ich finde, sieht sehr, sehr edel. Da ist also gar nicht mal der geringste Fleck von irgendetwas. Also richtig gut. Gutes Holz, was hier verwendet wurde. Sehr schöne Inlays auch. Dann Boden und Zargen aus Mahagoni. Auch hier edelst. Schaut mal die gewölbte Rückseite. Seht ihr, kann man das sehen? Die Rückseite hat eine Wölbung. Ne? Das soll dem Sound noch mehr Volumen geben. Dann der Hals. Mahagoni. Wunderschönes Holz, wie ich finde. Schwarze Tuning Pegs. Auch sehr edel von der Optik her. Funktionieren einwandfrei. Haben kurze Schäfte. Das heißt, wenn ich jetzt die, mal gucken, ob ihr das sehen könnt, die Saiten habe ich einmal drüber und dann drunter gewickelt. Also einmal oberhalb und einmal unterhalb. Mensur, ganz interessant. Die Länge der schwingenden Saite. Strat 650 mm, Les Paul 600, in der Mitte 625, in der Mitte ist die PRS. Hier sind wir bei 615. 615 mm. Schön kurz. Schauen wir mal, wie sich das anfühlt gleich. Sattelbreite 43 mm. Nicht zu breit, nicht zu schlank. Sattel- und Stegeinlage aus, also hier hinten. Steg und Sattel aus Graphit. 20 Bünde und ein wunderschöner Gigback. Für mich ist das aber kein Gigback, ich zeige euch das gleich mal, sondern eine Gigtasche. Ne? Die ist im Preis drinnen. Schaut euch mal das schöne Teil hier an. Ein bisschen dunkel hier. Hoffe, man kann sehen, alles schwarz. So, ich gehe mal noch ein bisschen nach hinten, mache es auf. Und boah, ist das dunkel hier. Ja. Ich werde das Bild noch ein bisschen heller machen. Sekunde, dass ihr das besser sehen könnt. Den Videoeingang kann ich ja hier ein bisschen aufhellen. Alles zu viel. Dann gehen wir mal auf 18:20. So. Kann man das besser sehen. Ne? Also hier mit wunderschönen. Das sehen hier. Ne? Die kann man rausnehmen. Sehr gut für die Stabilität, wenn man die Gitarre hier reinlegt. Zuckersüß. Und vorne noch zwei Taschen mit Reißverschluss. Alles in schwarz. Mit dabei ist ein Gitarrenkabel.
Mono. Und das haben wir ja noch, einen Imbusschlüssel, um den Hals einzustellen. Also allein für solche Geekbags oder Taschen wird da schon mal ein Hunderter verlangt. Das ist ein solides Teil, genau richtig für den Transport. Ich mache auch gleich noch spaßeshalber, bevor ich loslege mit den Sounds, für euch mal einen Größenvergleich. Komm, machen wir das doch gleich. So, dann habt ihr einen besseren Eindruck. Das ist meine Furch Medium Jumbo. All das Teil verratzt und verspielt. Und das ist die, das kann man sehen, die kleine LAG nebendran. Ja, sieht doch süß aus, oder? Jumbo und dann die Traveler-Gitarre. Hier normale Mensur, hier kurze Mensur. So, und da werden wir uns jetzt gleich mal das süße Teilchen anhören. Letztendlich ist das das Wichtigste: der Klang, die Bespielbarkeit des Instrumentes. So, I'm back. Also, was ich soweit sehen kann, ist eine tolle Verarbeitung. Gucken wir jetzt den Hals auch mal genauer an. Da steht kein Bund drüber. Das sieht einwandfrei aus. Hier drinnen haben wir das Loch für den Halsstab. Kann man den Hals je nach Witterung und Saitenstärke, muss man den Hals als mal ein bisschen korrigieren. Das ist hier alles wunderbar einfach zu machen. Auf der Gitarre sind tatsächlich 12er-Saiten drauf. Theoretisch könnte man auch auf 11er gehen. Ich denke, sie würde da nicht massiv an Sound verlieren. Aber schauen wir mal, wie sie mit 12er klingt. Und werden da jetzt einfach mal ein paar Beispiele hier mal spielen. So, das ist jetzt der Klang der Gitarre ohne Verstärkung. Mal den Mini-Preamp hier dazu und ich drehe den jetzt wirklich auf ein Viertel maximal. Ja. Schau mal, ob ich ein Signal reinkriege. Ja, das ist da. Und jetzt, ich habe die Höhen hier am Preamp also voll aufgedreht, weil das ist so, wie es mir gefällt. Und die Bässe habe ich ein bisschen oberhalb der Mitte. Und das ist dann der Sound. Ich muss kurz hier reingucken, das ist halt übersteuert. Jetzt ist es doch beträchtlich lauter. Dieser kleine Mikro-Preamp, der hat Power ohne Ende. Ein bisschen leiser noch. So, am Sound der Gitarre ist jetzt nur ein Hall drauf und die Gitarre hat einen bisschen einen Kompressor drauf. Ich schalte den Kompressor mal aus. Überbelichtet ist. Diese Aufnahme, dann könnt ihr die Gitarre noch gut beobachten. Also die Akkorde, die klingen voll, richtig vollmundig. Also dieser Preamp hier, der ist
richtig, richtig gut. Also er ist sehr, sehr kräftig. Ich gehe hier am Helix ein bisschen runter und drehe noch ein bisschen auf. Boah, der hat Power. Also mit dem hast du live verstärkt. Das kannst du direkt ins Mischpult spielen. Hast du da überhaupt keine Schwierigkeiten, dich durchzusetzen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Ein bisschen Hall ist dran. Mal den G noch ein bisschen runterdrehen hier am Mikro. So. I could reach the stars, I'll pull one down for you, shining in my heart, so you could see the truth. Well, this love I had inside is everything it seems. Super, super bluesiger Sound, den diese kleine Gitarre erzeugt. Das ist so wie diese kleinen Martin-Gitarren. Das ist ein voller Sound. Ne? Also das wirkt jetzt vielleicht groß. Ich meine, ich bin ja auch kein Riese. Ich bin ja nur 1,70. Also wenn ich das überhaupt noch bin. Im Alter schrumpft man ja wahrscheinlich. Bin ich schon 1,68 oder so. Also die Gitarre sieht vielleicht jetzt größer aus, aber ist nicht groß. Sie ist nicht groß. Ne? Sie ist einfach richtig putzig. Ne? Genau, Manu. 3, 2, 1, meins. Ah, sie ist ein bisschen größer wie eine Baby-Trailer. Ja? So, hören wir uns noch ein paar Sounds an. So, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt noch ein Echo drauf. Ja, sogar zwei Echos, mal gucken. Dann hört mal, wenn ich so etwas spiele. Everything I know.
So, nächstes Beispiel. Wie wär's damit? Machen wir einen Chorus drauf. Auch als Soundbeispiel mit Chorus. Ja. Macht tierisch Spaß, macht tierisch Spaß, das Zahlen. Ne? Schauen wir uns an, wie sie klingt, einfach mit den Fingern gespielt. Kritikpunkt, aber einfach, ich hätte vielleicht den kleinen hier vorne hingepackt. Kommen wir hier ein bisschen, ne? Es wäre ergonomisch. So ist es, muss ich die Hand immer so ein bisschen nach hinten. Und hier vorne wäre es vielleicht so als Hinweis für das nächste Mal, den hier hinbauen. Dann kann man hier noch ein bisschen schneller, aber man gewöhnt sich ja auch daran. Ne? Also es ist kein Kritik, sondern einfach nur ein Wunsch von mir. Ne? Also ich finde, wenn ich jetzt die Bässe noch ein bisschen hochschiebe, habe ich einen richtig fetten Sound untenrum. Johnny Walker, it's Mr. Weedle. Johnny Walker, it's Alich Bach. Johnny Walker, du hast mich nie enttäuscht. Johnny, du bist mein bester Freund. Auch untenrum hat sie richtig, sie hat halt einfach immer so einen richtig schönen, bluesigen, vollen Sound. Das ist erstaunlich, ne? Bluesig,
Für Blues ist das ein ganz tolles, tolles Teil. Und oft hat man bei den Western-Gitarren zwar einen schönen Begleitsound, den hat diese Gitarre auch, aber dann nicht so diesen spezifischen, süßlichen Sound für den Blues. Ja. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Einfach nochmal den Chorus rein. Er merkt, hoffe ich, dass die Gitarre eine ziemliche Begeisterung bei mir auslöst. Und ich könnte mir das durchaus als zweite Akustikgitarre hier vorstellen. Passt doch gut, finde ich jetzt, zu meiner Stimme. Also fühlt sich gut an, auch beim Singen. Hat eine wunderschöne Dynamik. Also boah, richtig, richtig coole Sache. Ne? Zwei Beispiele und ich denke, das sollte es dann auch gewesen sein. Dann gebe ich euch noch so ein paar Gedanken zu dem Instrument. So, ihr Lieben, das sollte es an Beispielen gewesen sein. Ich denke, es war für jeden was dabei, von hart bis zart.
denke ich, vielleicht noch Strumming, ich weiß auch nicht, nachher kämpfen hier 100 Firmen für das Copyright des Videos. Aber das macht ja mittlerweile Spaß. Mal ein Capo drauf, damit es noch als letztes Beispiel auch noch total authentisch klingt. Ne? Okay. So, hier richtig draufpacken. Ne? Und natürlich kannst du auch, wenn du es schaffst, auch hier oben. Geht auch, ne? Trotz der kurzen Mensur. Also von mir bekommt die LAG, Lag Travel SPI Tramontane, bekommt von mir fast die Maxi, also ich würde 9,5 von 10 Punkten geben. Es gibt, ja, was soll ich denn da Kritik üben? Es gibt nichts außer dem Wunsch vielleicht den Preamp in einer nächsten Ausbaustufe hier hinzupacken, aber es gibt sicher bautechnische Gründe, warum man den nicht hier, sondern hier hingebaut hat. Dadurch, ja, kleine Geschichte, dass man hier die Hand ein bisschen biegen muss. Die Mensur liegt mir. Hier ist etwas, hier ist ein Beispiel, wo ich euch zeige, dass ich auch mit Zwölfer-Saiten spiele. Ihr wisst, dass ich auf meinen akustischen Zehner-Saiten drauf habe. Aber diese Gitarre braucht dickere Saiten wegen der kürzeren Mensur. Zwölfer, super, das ist der Sound, top. Man gewöhnt sich schnell dran. Oder Elfer, ich denke, Elfer würden sich wie Zehner anfühlen auf der Gitarre. Und die Zwölfer hier fühlen sich an wie Elfer. Der Sound ist bluesig. Das ist so erdig. Es ist ein erdiger, bluesiger Sound. Nicht zu spitz oben raus. Also ich habe den Preamp jetzt aus. Das ist ein mittiger Sound. Deswegen habe ich auch hier den Treble ein bisschen hochgezogen. Und es ist auch im unteren, im Bassbereich, ist es nicht so überkantitelt dominant. Ja? Das sind also genau diese Mittenfrequenzen, die man dann logischerweise im Preamp, im Treble und im Bassbereich ein wenig anhebt. Und dann hat man diesen vollen Sound, den ihr vorher gehört habt. Der Preamp ist übermächtig. Er ist mindestens doppelt so laut wie der Preamp in meiner 15 Jahre alten Furch. Also das ist ein moderner Preamp, der gut klingt. Eingebautes Stimmgerät. Liebevoll verarbeitet. Ich muss echt sagen, ich hoffe, man kann das sehen. Also hier das Holz, es ist alles sehr, sehr, auch die Intarsien hier um das Schalloch, ist alles sehr liebevoll verarbeitet. Ne? Wirklich schön, diese geigenmäßige Kopfplatte. Ne? Schön auch die schwarze Hardware. Ein süßes Teil. Und das Ganze zu einem absolut fairen Kurs. Die Gitarren werden für 500 € online mittlerweile angeboten und verkauft. Das ist ja Wahnsinn. Wenn ich bedenke, dass allein der Gigbag, der noch dabei ist, also diese super schön gepolsterte Tasche, auch nochmal einen Mehrwert von mindestens 50 bis 100 € hat, bekommt man hier ein tolles Instrument. Gratulation an die Firma LAG für das Entwickeln von dieser wunderschönen, akustischen, kleinen, wunderschönen Gitarre. Sie ist jetzt nicht mini, es gibt noch kleinere, aber sie hat genau für mich die richtige Größe getroffen, um auch den Klang zu erzeugen, den ich mir vorstelle. Also echt extrem gelungen, würde ich sagen. So, jetzt gucke ich noch kurz in den Chat und werde mich dann bei euch verabschieden. Die Gitarre gibt es auch ohne Lackierung tatsächlich, ja? Also mit offenen Poren.
Mir hat die sehr gut gefallen vom Klang, deswegen habe ich die mitgenommen. Die andere hat auch sehr, sehr schön geklungen. Also da kann man wirklich nichts falsch machen. Hier ist eine Frage von Michael. Das muss man gleich beantworten. Können damit auch Kinder 11 Jahre spielen? Ist der Hals dafür zu dick? Nee, der Hals, also hinten, was die Dicke angeht, ist er traumhaft. Traumhaft. Es geht mehr um die Breite des Halses. Bei 43 mm sollte man gucken. Aber früher hat man ja jahrzehntelang die Kinder mit klassischen Gitarren lernen lassen. Und der Hals an der klassischen Gitarre, der ist so breit. Ne? Es gibt ein Video auf YouTube mit einem nordkoreanischen Gitarrenensemble. Das sind alles 6-, 7-jährige Kinder auf klassischen Gitarren. Also ich denke nicht, dass der Hals zu dick auf keinen Fall und zu breit würde ich auch nicht sagen. Ne? Eine gewisse Breite zum sauberen Greifen der Akkorde, das braucht man auch. Also kein Problem sehe ich da bei 11. Also gerade für junge Menschen, für Kinder sind diese Gitarren doch ein Traum. Es ist ein Traum, wie das Instrument klingt, wie es bespielbar ist. Und man muss da eine große Western-Gitarre kaufen und hat einen fantastischen Klang. So, sieht deutlich größer als meine Babytäler. Was kannst du einen rein akustischen Klang eventuell vergleichen? Ich habe jetzt keine Babytäler. Ich habe das im Laden gemacht. Ich habe es, vielen Dank an den Rockshop aus Karlsruhe, der mir die Gitarre zum Testen ausgeliehen hat. Ich habe dort auch die Babytäler verglichen. Die klingt nicht so voluminös wie diese Gitarre. Der Preamp ist jetzt aus. Gitarre ist also auch ohne Verstärker völlig, völlig cool. Ne? It's late in the She's wondering what clothes to She puts on her makeup and brushes her long Klingt halt nicht wie eine kleine Gitarre. Sie klingt wie eine also hochwertige, vollmundiges Instrument, ne? Mit dem man seinen Gesang, egal wo, auch überall beginnt. Das ist halt ein Riesenvorteil. Oft ist es so, wenn die kleineren Gitarren so einen kleinen Sound haben, dann klingt es als nicht so, ja, so harmonisch und so schön, wenn man singt, ne? Okay, aber zum Vergleichen würde ich sagen, das ist so soundmäßig mit das, wir reden auch von der Preisklasse, ne? Mit das Beste, was ich so in die Hände bekommen habe. Es gibt sicher auch noch andere, die sehr gut sind, aber das ist eins, was ganz vorne mitspielt, ein Instrument. Gut. Super. Ja. Ja, Cutaway, das ist natürlich so ein Punkt. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, dass das schwierig wird bei der Größe der Gitarre. Ne? Und man kann hier in E-Moll noch improvisieren. Ja. Ich meine, das ist auch so ein Instrument in der Art, wie Eric Clapton es spielt, auf den Unplugged-Sachen. Und auch hier wird es dann natürlich in A-Moll, kannst du dann hier nicht improvisieren. Ich bin ja auch einer eher für Pro-Cutaway, völlig klar, weil man spielt ja nicht alles nur in E-Moll. Sondern auch mal in A, ja, und will dann vielleicht hier oben noch ein bisschen improvisieren. Aber nee, das ist ohne Cutaway. Es ist wirklich ein fantastisches Begleitinstrument. Ihr habt ja gehört, was man alles damit spielen kann. Ne? Super. Ja. So ist gut. Also, ihr Lieben, das sollte es von meiner Seite her gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck der Gitarre vermitteln. Testet sie an. Das ist das Beste, was ich also. Man könnte jetzt sagen, soll ich sie kaufen? Sofort unbedingt kaufen? Soll ich sie erstmal antesten? Oder soll ich sie, ja, gibt es andere, die mich eher interessieren? Das sind so die Entscheidungen, die man hat.
Mein Tipp, unbedingt anchecken. Unbedingt anchecken, und wenn du auf der Suche nach einem Instrument in der Größe und in der Güte auch bist, ist das ein sehr, sehr gutes Angebot. So, ihr Lieben, das war's von meiner Seite. Ich freue mich, euch wieder im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Wünsche euch noch eine gute Zeit. Ich freue mich. Am Donnerstag geht es weiter mit einem weiteren Beispiel aus der Easy Strumming Serie, und wir spielen von Creedence Clearwater Revival eine fantastische Nummer, ein Klassiker. Dann lade ich euch wirklich wieder auch ein, mit euren Akustikgitarren dabei zu sein. Und ja, auch wenn die Creedence-Songs leicht sind, es gibt immer die ein oder anderen Kniffe, die man dort sich abschauen kann. Ich freue mich sehr. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Dankeschön für die Teilnahme. Bis dann. Ciao.